Magst du was trinken? Ich habe Wasser dabei. Ich habe ja Wasser reingeschmuggelt. Verrat's aber niemanden. Shh. Ich habe für dich natürlich ein Glas dabei. Das ist alles hier in meiner Tasche. Sogar mit Eiswürfeln. Den Strohhalm vergessen, sorry. Tut mir leid. Ja, bitteschön. Kannst gerne was davon trinken. Schmeckt's dir? Gut. Das Glas kannst du aber auch behalten. Ja, klar. Und hast du soweit alle Hausaufgaben geschafft? Yeah.
müssen wir auch wirklich ein paar Vokabeln lernen. Okay. Ja, gut. So sieht meine Tasche aus. Die ist richtig sonderlich. Da hat ja an den Seiten so Pflanzen. Farbe von mir switchen, wenn du magst. Findest du die Farbe? Oder die hier? Cool, oder? Finde ich auch. Oder die hier? Warte, die ist auch ganz toll. Genau. Und ich fand ja auch hier diesen Motiv so cool. Das erinnert an eine Schokolade. Achso, ich habe auch eine richtig tolle Kerze gekauft. Schau mal, die sieht auch richtig schön aus. So ein Butterkopf. Und auf der Rückseite sieht das so aus. Finde ich auch richtig schön. Ich mag dich ja, von daher. Ja, okay. Na gut. Ah, was ich auch total Tolles gekauft habe, ist jetzt hier für meine Federmappe. Und zwar ein Radiergummi in Form von einer Avocado.
ich noch habe, was dich auch eventuell interessieren könnte, ist hier dieser Lip Balm mit einer Zitrusfrucht namens Yuzu. Ja, das habe ich aus Japan sogar. Und das hier ist ohne Farbton. Das heißt, dass du das auch theoretisch auftragen könntest, wenn du keine Probleme hast, weil ich es halt vorher ja aufgetragen habe, weißt du. Mussten ja nur 5
Seppo.
verspreche ich mir, dass du später reinguckst, okay? Irgendwas sein sollte, können wir ja auch mal miteinander schreiben oder telefonieren. Okay. Ich bin zu jeder Zeit erreichbar für dich. Gut. Dann bis nachher. Ciao. Thank you.